Und die nächste Runde, bitte, danke. Nö, irgendwie nicht. Oh shit, Alter, geil. Oh, da ist er wieder glücklich. Na, wie süß. Freut er sich wieder. けど聞いてくれ。今は言い争ってる場合じゃなくて。今度は塩らしい態度で怪獣しようとしてる。見え見えだよね。ねえ。頼むから聞いてくれって。いや、どうせお兄ちゃんは危ないからそばにいろだの早く帰ってこいだのうち、ここにいたい。ここでシャコモンとずっと一緒に暮らすの。 みゆちゃん、あなたはまだ分かってないのよ。ここがどんなに恐ろしいところなのか。そうよ、子供を狙う敵もいるし、正体不明の霧だってあるし。他はどうか知らないけど、ここはすっごく楽しいところだよ。 Ausgestopften Tierdinger. Also wenn das die ausgestopften Tierdinger wären, oder wie kann das so sein, dass die reden und so ist drum und dran. Aber na gut, passt schon. Passt schon, passt schon, passt schon. お前は分かってないんだよ。またそうやって決めつける。分かってないのはお兄ちゃんの方じゃん。うちが今までどんな気持ちだったか何も知らないくせに。ミュ、 お前、いい加減にしろ。どうして心配してるのかわからん。ほらまた、なんですぐ怒鳴るの。だから、お兄ちゃんなんて嫌いなんだよ。Alter, boah, das ist schon ein bisschen auch weh mitzuerleben. Miu-chan,君がカイトに不満。しかし。 君を安全な場所へ連れて戻りたいというのは。何それ。なんで。知り合いかどうかなんて関係ないよ。ますます意味わかんない。大体さっきから危険危険って。ここには可愛い子しかいないの。Das hat es durchgemacht gehabt, was wir durchgemacht haben. Nee, nicht wirklich. ちゃんが最初出てきた時はうちもびっくりでも、すぐシャコモンが助けてくれたもん。あの程度の相手をまくのは簡単ですし。うん、これはもう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 、
Sie hat aber recht. Sie hat aber recht. Du bist ja selbst vorausgeschaltet worden, du Volltrottel. Oh yes. Endlich eine Action hier in der Bude. Endlich eine Action in der Bude. Let's go. Okay. Okay. Bin gespannt, ob wir mit ihr auch gleich mitkämpfen können. Ob sie auch in dem Kampf dabei ist. Das wäre schon cool. Ah, nur gestolpert oder was? Ah, okay. Gott sei Dank. Ich hab mir schon gedacht, und ich sag jetzt nicht, die nächste ist hier, Alter. Hab nicht einmal was entscheiden dürfen oder sonst was. Let's go. Wird das gern von draußen sehen, Alter, was das für ein Digimon ist. Irgend so ein großes Hurnsviech, das wär's. Böste. Achso, es sind mehrere von denen. Da haben wir gedacht gehabt, es gibt nur drei bestimmte. Na, wenigstens hat sie es jetzt endlich begriffen. Es sind aber noch immer die, die was davor schon gelegen sind, also was so ist. Ah, haben schon gut gemacht mal wieder, haben schon wieder gut gemacht. Auch wenn es ein bisschen gebraucht hat, bis wir zu dem Punkt angekommen sind. Ich würde das gerne sehen, wenn wir draußen angekommen sind, wie wir quasi so von irgendeinem Monster quasi die Burg zerstört wird von oben. Sowas hätte ich gern. さきさん、足は大丈夫。もう平気。いや、こっちこそ。その身だけど大丈夫。かなり参ってるみたいよ。とにかくいつまでもここで敵のモンスターに見つからないうちにここを離れ。 Können wir sich schon bereit machen für die weitere Digitation? Weil das kennen ja ganz starke Digimons. Den haben wir ja auch noch gern, gell? Im Team. Machen wir gleich Omnimon.
Na, ja, dass gleich beide kommen, hätte ich mir nicht gedacht. Das hätte ich mir definitiv nicht gedacht, dass gleich beide kommen. Nee, das sind ganz, ganz andere Monster. Das sind fiese Monster, ich sag's dir. Der fickt dich. Der macht zack, bum, bang mit dir und bist schon wieder daheim. Bist hier. Na geh, ich hab mir gedacht gehabt, dass ich gleich gemeinsam gegen alle kämpfen kann. Geil. Oh shit. Ningen no koappa domo to kizuna o musunde iru you da. Omae ta Falcomon wa hanase. Tsuka no yara. Oshimakeru. Omae wa tasuke ni ikanai no ka? Oh shit. Die haben ja gar keine Chance. Wetten, die digitieren sich jetzt. Wetten. Ich könnte es mir so gut vorstellen, dass sie sich einfach alle drei digitieren irgendwie. Kannst du es so gut vorstellen. Ja, okay, das ist ja nicht ihr hundertprozentiger Begleiter, aber dennoch. Halt einfach dieser Wille, dass sie die ganze Zeit unbedingt, egal komme, was wolle, sie beschützen wollen. Komm schon, jetzt wäre der perfekte Moment für eine weitere Digitation. Let's go! Ja, ich sag's ja. Bitte unbedingt zwei von denen. Kommt da vielleicht von der sogar schon die Digitation? Ich
Coole Aussage. Wie er auch noch so einen scheiß Grinsen hat, der Wichser. Ja. Komm schon, Digitation. Wird schon schief gehen. Lustiger. Wird schon schief gehen, Bruder. Wir sind vielleicht komplett am Arsch. Er geht einfach selber in der Vollidiot. Denk an, dass er gleich krepiert dabei. Komm schon, ich brauch was Digitationstechnisches. Komm, es wird endlich Zeit. Die wollen schon wieder angreifen. Ich weiß ja nicht, aber das sind Streichleinheiten für den Havra, glaube ich. Ja, sie wird wahrscheinlich in der Digitation vollführen, habe ich so das Gefühl. Na schau. Aber ich fand es trotzdem interessant, dass Kaito zum Beispiel nicht so einen Moment gehabt hat, wo er die Digitation vollführen kann, sondern er hatte sie schon. Das kann aber vielleicht doch sein, weil ich es schon bei einem anderen Digimon auch schon gehabt habe. Zeig her! Hätte man trotzdem irgendwie gehofft, dass dann doch eher so Agumon weiter digitiert. Das wäre der perfekte Moment. Oder Kaito, ja, mir wäre es wurscht, aber ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Und? Schaut irgendwie wie Agumon aus mit langen Haaren und mit einem Panzer. Was soll ich dazu Großartiges sagen? Da kann ich sonst nichts Großartiges dazu sagen. Standard Crew? Na. Wohl. Ja. Nehmen wir die drei. Ist ja auch noch da. Der Havara ist ja auch noch da. Bist du deppert.
What? Das ist ja noch einer! Wow! Puh. Na gut, ja, ich würde mal sagen, bewegt man sich einmal. Na gut. Digitation. Es könnte ein bisschen hart werden. Das könnte definitiv ein bisschen hart werden, aber na gut, schauen wir mal. Ich würde mal sagen, tun wir mal, was wir tun können und was wir jetzt schaffen wir, wenn nicht, dann. Ja, wir können ja auch zurückdigitieren, dass sich der ein oder andere vielleicht sich sogar einlässt. Passt. Ich würde dann gleich einmal auch mit ihm reden, damit er gleich die Werte verstärken kann. Auch wenn es alle sind. Dementsprechend ist es noch umso besser. Ich würde schauen, dass ich ihm. Ja, er hat den Schutz und alles drum und dran, aber ich würde schauen, dass ich ihm Meier mache. Ah, miese. Ah, da muss ich gestehen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hat mir ja doch gehabt, so, ja, passt. Wieder schon treffen. Und tschüss, Papa. Ist aber nicht so schlimm. Aber interessant, dass wir halt trotzdem halt nur 5 sind statt 6. Außer es kommt dann vielleicht sogar noch einer. Das kann vielleicht möglich sein. Vielleicht kommt da sogar noch irgendein Digimon dazu. Wow. Okay. Ich will mal sagen, du bist am Arsch. Bist definitiv am Arsch, Alter. Aber wenn die rechts sind, aber auch noch umso näher kommen, dann tut der Öpert. Müssen wir aufpassen. Müssen wir definitiv aufpassen. Alter, der macht ja gar keinen Schaden. Digi. Der macht ja gar nichts. Sag mal nur her, was hast du? Spezial? Ja, dann gebe ich da gleich her. Gebe da definitiv gleich her. Passt. Gleich weiter digitieren, was? Was hast denn du? Physische Verteidigung erhöhen. Ja, wäre vielleicht auch gar nicht mal so uns wieder. Definitiv auch gar nicht so uns wieder. Ja, von der Seite, weil man weiß, wegen der Verteidigung und alles, können wir wenigstens ein bisschen mehr rausholen. Bin ich diesen Scheißdreck da? Den will ich haben dran. Der ist mal viel wichtiger. Und tschüss. Ja, die werden jetzt mal so 2 Schritte alle nach vorgehen. Deine Bärli-Bär wird sich auch einmal einen Schritt nach vorgehen. Definitiv. Ist mir wichtiger. Der ist mir wichtiger, dass ich den Harmdraht habe. So viele Gegner bist du deppert. Ja, können wir angreifen. Nein, ich habe nur gerade so überlegt gehabt, so, soll ich jetzt nicht, soll ich jetzt lieber doch zum anderen gehen, aber es wäre sich dann im Endeffekt nicht ausgegangen. Aber ich werde schon mal den Schritt in die Richtung gehen. Dass wir eher mal besiegen können, weil die zwei, wird glaube ich nichts. Ja, ist eh besser, wenn er ein bisschen angegriffen wird. Das ist nicht so tragisch. Normalerweise musste das Aske. Würde man sagen, reden tun wir jetzt auch gleich einmal. Aber auf eher, dass der wenigstens ein bisschen wieder Heilung hat. Ja, das schaut gut aus. Bisschen an Angriff und tschüss. Dann wieder einer weniger. Sehr gut. Mir ist wurscht, was du jetzt machst. Mir ist wurscht. Ja, tobt man sich aus. Schau mal, dass der Haverer als erstes Meier geht. Das ist wichtiger. Auch wenn wir jetzt nicht wirklich viel Schaden machen, aber Hauptsache der ist am Arsch. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass der Meier geht. Oh, ey. Mach ich lieber den hier. Aber gut, dass man die Bewegung auch wieder zurück tun kann. Das habe ich gar nicht gewusst gehabt. Ah, den habe ich sogar auf Zeiten gestoßen, sogar um eins.
Haha, gut zu wissen. Ach cool. Oh, ich würde mal sagen, ich bewege mich schon einmal nach vor. Das wird die wohl doch schaffen, hoffe ich mal zumindest. Ich nehme sie mal an. Ich nehme sie mal schwerwiegend an. Dass das Digimon das schafft. Bam! 1200! Bist du deppert? 1200? Boah, muss ich schon sagen, das schmeckt. Alter, immer gerade so wüsst man jetzt ernsthaft sagen, du kämpfst gegen deine eigenen Leute. Ich hätte schwör können, der kämpft jetzt gegen seine eigenen Leute. Das hätte ich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gefallen. Muss ich ganz ehrlich gestehen sagen. Da greifen wir gleich die Kisten da und tschüss. Passt. Und was haben wir da Schönes? Wahrscheinlich irgendwas. Na, muss ich mir dann anschauen. Wollte schon sagen, so irgendwas Unnötiges und dann kommt wirklich was Gescheites. Typisch. Einfach Klassiker. Ah, dadurch, dass sie auch diesen Boost gekriegt haben. Ah, kann schon, ja, wollte es gerade sagen, so kann schon mal der ein oder andere angreifen. Also es ist nur Spezialangriff und physischer Angriff, okay, passt. Ich hätte mir gedacht gehabt, dass es ein bisschen mehr ist. Ich glaube, das ist dann eh auch schon die letzte Runde, wo es mit der Bewegung so gut vorangeht. Glaube ich. Oh, der wird noch ein bisschen brauchen. Er wird es dann wieder vorbeischauen, wenn der Bär dabei ist. Oder auch nicht. Ja, der wird wahrscheinlich... Also... Der gibt sich's anscheinend mal wieder selbst. Alles klar. Voll. Haben wir da eigentlich auch noch eine Kisten? Na, nix, gell. Passt sehr gut. Ja, im Endeffekt Angriff und tschüss, Papa. Machen wir mal die zwei Wichser Meier. Und schauen wir weiter, dass wir zum Bären kommen. Weil der hat's anscheinend nicht so nötig, dass er uns besiegen will. Der hat's anscheinend nicht so nötig. Wir sind anscheinend nicht gut genug. Ja, der muss schon ein bisschen was einstecken. Muss man schon sagen. Da musst du schon definitiv ein bisschen was einstecken. Ich wäre deppert, wenn ich das nicht ausnutzen würde. Dennoch. Ah, ich werde jetzt... Ich hab so das Gefühl, dass der Meier geht. Ich hab so das Gefühl, dass der Meier geht. Geht sie aus? Geht sie sicher aus? Na sicher, denke mal. Geht sie alles aus? Er macht die Finisher eins nach dem anderen, ich sag's euch. Er macht die Finisher. Ja, der ist weg. Der ist weg. Das war so klar. Der hat auch schon so wenig Leben gehabt. Geht sie fix wieder nicht aus. Ja, da mache ich ja. Scheiß drauf. Aber der ist jetzt quasi aber auch für den Bären ein gefundenes Fressen, meiner Meinung nach. Und könnte jetzt der Bär aber so richtig mehr machen. Ah, der braucht noch ein bisschen. Ein bisschen an Respekt. Ein bisschen an Respekt vom Bären. Das ist das. Na gut. Wie schaut's denn aus angriffstechnisch? Ja. Kann man schaffen? Sagen wir es mal so, kann man schaffen. Ja, bei dem mache ich mir eher wenigstens ein bisschen weniger Sorgen. Ja. Also Sorgen macht man sich dennoch, weil ist er doch ein harter Hund, aber dennoch. Passt, wieder. Ja, der kann ordentlich austeilen, aber so viel TP hat er jetzt auch wieder nicht. Oder HP, mir wurscht. Der Chestercast. Auf ganz, ganz sexy angelehnt. Oh! Meier gegangen!
geil. Aber wie ich es mir wirklich erhofft habe, dass beide dabei sind. Umso schwieriger, umso besser. Aber mit Level 19, Avara. Mit Level 19 werden wir eigentlich normalerweise nicht weit kommen. Mit 19, Bruder, was wäre, wenn Agumon Level 19 wäre? Jetzt bin ich komplett vergessen können. Meia! まだ余裕は見えたぞ。むしろ、切り入らねえぜ。俺たちではまだ全力を出すに値しなかったということか。それって本当はあいつそんな敵にこれからも狙われ続けること。たくま、大丈夫？ごめん。ちょっと考え事しちゃって。 相手に勝てるかどうかを。勝つよ。そう簡単にいかない相手なのはアグモンたちが誰よりも。確かにあいつらすごく強いそうよね。みんなが戦うのを見てるのが少し、そんな風に言わないで。葵たちが信じてくれなきゃ私たちは力を出し切れない。そうだよ、もっと私たちのことを信じて。ねえタクマ、フローラモンたちがいれば なんとかなるん。まあ、今までだってそうやって乗り越えてきたしな。そうだよな。Außer wenn's natürlich dann die nächste Digitation kriegst, ja, dann ist jeder Zweifel vorbei. やれやれ。危ないところじゃったが、おてんば姫が来てからいろいろあったが、この遊園地をありがとう、人間の子供たち。 そして、わしらの女王よ。うちは女王様、ミュって呼んで。では、ここにとどまるのをやめ。もう、すやるしゅん。おかえり。もちろん、私もミュと一緒に。そんなの、当たり前だよ。女王様をやめても、シャコ。 Nee, ich bin gespannt, wie es jetzt mit der Schurkenliga ausschaut, wenn die beiden wieder zurückgehen, so, ja, wir haben die Kinder noch immer leid. Die sind komplett am Arsch. Die Mutter心配するのは兄貴として当然だから、無事にミュちゃんを救出できて本当に良かった。これで一件落着ってところかな。帰るって、それは。 後者なんだよな今の。そうね。みんな急に仕方ないわよ。葵たちが本当に帰りたい場所は。うん、どうやら皆も 元いた世界に戻りたいようじゃ。そんなの当然でしょ。私だってでも、さっきお願い。ごめんねフローラモン。こればっかりは。うん。こちらの世界には古来から時折人間の世界。うん。何success yet。人間の世界。